Kolleginnen und Kollegen, liebe Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, Ungerechtigkeit hat einen Namen: DB-Führungskräfte. Wir haben mit dieser Protestaktion dem Management auch noch ein, zwei Tage mehr Zeit gegeben, um zu bedenken, was sie tun. Bis jetzt sehen wir verantwortungsloses Handeln in der Vorstandsetage. Bis jetzt sehen wir kein Einlenken im Tarifkonflikt, der von dem Vorstand der Deutschen Bahn AG herbeigeführt worden ist. An alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, bei dem Streik vergangene Woche haben viele sich nicht nur solidarisch erklärt, sondern mitgestreikt. Wir haben in 6 Netzbezirken eindrucksvoll dokumentiert, dass die neuen Berufe bei uns schon angekommen sind. Deshalb auch die klare Botschaft in Richtung aller Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Wenn das Management kein verbessertes Angebot bringt, wenn es mit uns nicht die Betriebsrenten der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner schützen will, wenn das Management mit uns keine Tarifverträge für die ehrenwerten Berufe im Bereich der Infrastruktur, Station und Service machen will, dann kommt der nächste Arbeitskampf. Und in diesem Arbeitskampf seid ihr wieder gefordert. Nehmt teil, auch als Unorganisierte, zeigt die rote Karte, steht mit uns gemeinsam für die Errungenschaften der vergangenen Jahre.